Wo verschlägt es mich das mal hin? Mona mittendrin. Das Einzige, was ich schon weiss, ist, ich darf die Box nicht schütteln. Was für ein Hinweis. Oh. Ein Papagei. Irgendein Nymphensittich. Und eine Adresse. Oh, Tierpark Goldau. Rastplatz Bär und Wolf. Tierpark Goldau. Etwas heult immer. Entweder die Wölfe oder die Kinder. Also vielleicht, wenn ich es aussuchen könnte, würde ich lieber ein Wolfsrudel haben als ein Rudelkind. Also, hey ho, let's go. Um Kind wirst du in den nächsten Tagen aber nicht herumkommen, liebe Mona. Es geht in die Zentralschweiz auf Goldau. Einfach hier links drauf. Und dann wäre hier als Platz. Okay. Papagei, Kind und jetzt noch ein Bär. Das sieht nach einer fröhlichen Sache aus. Aber am Ziel erwartet Mona ein ernstes Thema. Hallo miteinander. Hi, ich bin Lauri. Du bist der Lauri? Ja, vom ersten Papagei, der gehört mein Papi. Ah, hey, das ist dein Papagei. Nein, nicht meine. Mein Papi ist seine. Mein Papi ist einfach gestorben und das ist auf dem Gräbli. Okay, ja. Also, das ist der Papagei von deinem Papa. Ja. Und der ist eigentlich auf seinem Grab sonst. Ja. Und den habe ich rübergekommen. Ja. Ah, okay. Aber weißt du was? Dann ist ja der Papagei mega wichtig. Ja. Oder? Willst du den gerade wieder nehmen? Ja, danke dir. Gut. Und das ist deine Mama? Ja, genau. Ich bin Mona. Sandra, freut mich. Das freut mich sehr. Wir haben heute das Treffen hier. Das sind alles Leute vom Verein Aurora. Und das ist ein Verein für Menschen, die einen Mann oder eine Frau verloren haben. Okay. Und man eben noch mindestens ein minderjähriges Kind hat. Ja. Quasi zum Vergessen, als ja, ein bisschen zur Ablenkung. Ja. Das, genau. Dass jemand gestorben ist. Ja, du hast das richtig gesagt, gell? Ich freue mich mega, um euch kennenzulernen und ich bin sehr gespannt. Ja. Ja. Ich habe auch ein bisschen Respekt, weil das ist jetzt das nicht gerade ein einfaches Thema. Ja, aber es sind eigentlich alle sehr offen. Ja. Und es ist uns auch ein Anliegen, dass man offen darüber reden kann. Ja, super. Also, stellst du mir die Leute ein bisschen vor, die du schon kennst? Hä? Gehen wir mal schauen. Die Mona bei Familien, die eine Mami oder einen Papi verloren haben. Auf nichts vorbereitet, aber auf alles gefasst. Das ist Mona mittendrin. Der Verein Aurora bringt betroffene Familien zusammen. Ich lerne Sabine und Michael kennen. Und jetzt stehen wir da, gell? Und jetzt kommt wieso? Darf ich euch jetzt fragen, wo wir in diesem Verein sind? Ja, unbedingt. Ja. Also, ihr habt einen Partner verloren, unbedingt. Beide. Genau, ja. Ja. Genau. Schon lange oder erst gerade? Ja, bei mir ist es jetzt gerade 12 Jahre seither. Und wie viele Kinder hast du? 2. Und wie alt sind die Kinder, die dein Mann gestorben ist? Gerade 6 und 8,5. Ja. Ist es denn bei deinem Mann ein Unfall? Ja. Ein Unfall? Ja. Ah. Also wirklich vom einen Tag auf den anderen ist er weg gewesen. Für dich? Also er ist schon vorher gegangen. Also er war auf einer Reise, auf einer Expedition in Alaska. Ah. Ja. Also der Abschied hat schon vorher stattgefunden, aber dass der für immer ist, das ja. Hast du nicht gewusst. Ja. Ja. Wie ist es bei dir? Ja, bei mir ist jetzt eben 3,5 Jahre her. Ja, also noch nicht so lange. Meine Frau gestorben ist, ja. Meine Frau hat Suizid gemacht. Ja. Ah, wirklich? Also ist von einem Tag, von einer Minute auf die andere, ist sie nicht da gewesen. Ja, wahr. Genau. Okay. Und du bist natürlich allein. Also, ja. Du kennst niemanden, der irgend so etwas erlebt hat. Du hast in dem Fall auch Kind? Genau, ja. 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 Wie viel? Eine Tochter. Eine, ja. Ja. Das ist jetzt 5,5 und dann, als das passiert ist, waren sie 2 gewesen. Also, ja. Das ist noch Baby, oder? Ja. Also ich merke jetzt gerade schon so, weißt, wie fest darf ich dich jetzt fragen, oder? Ich will dich ja nicht zu nahe treten. Ja. Ich nehme an, da erleben die wahrscheinlich noch viel, oder? Weißt, dass die Leute gar nicht recht wissen. Ja, also am Anfang habe ich gemerkt, wie mir Leute aus dem Weg gegangen sind, weil sie einfach nicht gewusst haben, wie sie reagieren sollen, oder? Also das habe ich auch erlebt, so, dass die Leute sogar die Strassenseite gewechselt haben. Das ist heftig, oder? Also dann erlebst du so etwas und nachher merkst du, dass dein Umfeld gar nicht damit umgehen kann. Ich verstehe mega gut, warum man sich wohlfühlt mit Menschen. Weißt, eben, wo man das Gefühl hat, muss ich nicht erklären. Genau. Also, so, dass einfach also, als ich dort an das erste Treffen bin, das hat für mich einfach so einen Lichtblick gegeben. Und ich sehe,
man darf lustig sein, man kann wieder lachen, man kann glücklich werden, man kann wieder in einer Partnerschaft leben. Und ja, da habe ich so gemerkt, man kann es schaffen. So, jetzt über einen Verein habe ich meine neue Partnerin kennengelernt. Ah. Silvia, genau. Okay. Ja, die ist auch da heute. Michael hat seine neue Liebe am Samichlaus-Anlass von Aurora das erste Mal getroffen. Ich freue mich sehr mit Mona. Freut mich. Weil ich habe jetzt gerade erfahren, ihr habt euch hier kennengelernt. Ja. Und wie lange sind ihr jetzt schon zusammen? Etwa anderthalb Jahre. Du bist in den Verein gekommen, weil du auch deinen Partner verloren hast? Ja. Ja. Schon länger her, oder? Nein, das ist lustig. Es ist eigentlich etwa gleich lange her wie bei Michael auch schon. Ja. Knapp drei Jahre. Ja. Der Suizid. Auch der Suizid? Auch der Suizid, ja. Genau. Also ihr habt die gleiche Geschichte? Ja. Wow. Und wie viele Kinder hast du? Ja, vier. Vier Kinder? Ja, bei mir war es noch etwas speziell. Also ich war schwanger mit dem vierten, wo mein Mann krank wurde und wirklich schwer depressiv wurde. Ich war in einem ganz anderen Film. Eigentlich. Also ja. Das Gefühl hatte, ja, was mache ich jetzt? Ich muss das Kind auf die Welt bringen. Ich habe noch drei andere Kinder. Und ja, für mich war der Verein so wie der Anlaufpunkt, um zu sehen, hey, irgend andere Leute haben es auch irgendwie geschafft. Ja. Oh. Genau. Und das ist... Ah, schau jetzt, da. Da kommen wir jetzt gerade. Hi. Genau. Hi, ich bin Mona. Wer bist du? Mail. Monja. Monja? Oh, du, wir heissen fast gleich. Mia. Fünf Kinder haben Silvia und Michael zusammen. Und rund fünf Kinder sind es, die pro Tag in der Schweiz ihre Mami oder ihren Papi verlieren. Was sie durchmachen, will man sich lieber nicht vorstellen. Ich auch nicht. Aber über Tabus soll man reden. Ich gehe als erstes Sandra und ihre drei Buben besuchen, in Niederbipp, Kanton Bern. Sie und Lauri habe ich im Tierpark schon kennengelernt. Und der Vogel kommt mir auch bekannt vor. Ah, schau jetzt. Und der Vogel, der Papagei, ja. Den hast du auch wieder drauf. Ja. Ja. Hier bei dem Drachen, unter dem Kopf, genau hier, ist unser Papi. Hier ist sein Gräbli. Wir haben noch Windräder auch drauf. Eins ist von Lars, eins von uns und eins ist von mir. Dass man ein Grab im Vorgarten hat, das ist nicht normal. Nein, das ist schon speziell. Weißt du, wieso haben die da? Also ich einfach nicht gewusst, was. Ja, eben wie. Und der Sascha hat auch nichts gesagt, was er will. Und wo wir sie am letzten Mal gesehen haben, haben die Buben gesagt, gell, wenn der Papi stirbt, holen wir ihn zu uns in den Garten. Ja. Und dann war es mir eigentlich klar, gell? Ja. Aber da wird schon etwas getuschelt. Und es ist schon geredet worden, dass man das eben nicht macht. Weil da könnte ja ein Ball drauf, das ist auch schon passiert, ein Ball draufgehen, weil eine Laterne kaputt. Und ja. Ich finde eben gerade das schön. Er ist wie so ein Teil gleich noch von uns. Ja. Es darf jeder kommen, das möchten wir eigentlich auch, gell? Es kommen aber leider nicht so viel. Also da wettest du, weißt du? Ja. Sonst auch auf einem Friedhof, oder? Dürft man? Ein Gräber und gibt irgendwie ein Blümchen an, das dürft man jetzt bei euch auch im Garten. Dürft man, ja. Ja. Aber das Bier ist schon mal drauf gestanden. Da ist der eine Kollege mit ihm, kam ein Bier trinken. Und ist hier hergehockt, hat ein Bier getrunken und das Fläschchen dort gelohnt. Sie haben auch die Freude gehabt. Ja, also weißt, ich habe euch ja gar nie gefragt, an was dein Mann gestorben ist. Ja, ich habe mich am Anfang auch nicht getraut, ehrlich gesagt. Mein Mann hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ja. Und es ist echt sehr schnell gegangen. Also wir haben das so im Januar angefangen, wo es so verschiedene Diagnosen als andere. Ja. Und dann Anfang März ist er gestorben. So schnell. Mhm. Er ist wirklich auch nicht mehr heim, ins Spital und nicht mehr, außer noch zweimal so besuchen, um ihn eigentlich heimnehmen. Aber das ist wirklich extrem schnell gegangen. Ja. 3 Jahre ist das jetzt her. Ja. Hallo miteinander. Hallo. Sandra hat noch zwei Buben, den Lucien und den Lars. Was mir gerade auffällt, das ganze Haus ist voll von Erinnerungen. In der Garderobe hängen sogar noch die Jacken vom Papa. Es gibt ja dann Leute, die sagen, wenn jemand gestorben ist, ist das so traurig, ich will dann nicht immer noch daran erinnert werden. Und dann tun sie alle Bilder weg und alle Kleider weg. Weißt, so alles weg. Aber das habt ihr jetzt nicht so gemacht, oder? Nein, man muss es Andenken haben. Ja. Wir haben Kleider noch, habe ich bekommen. Socken und so Zeug. Ah, das hast du noch? Ja, das habe ich noch. Und das ist halt schön, wo man es nachher brauchen kann. Und dann kann man glücklich sein. Ja, ich habe jetzt mit meinem Vater seine Socken noch. Ja. Dann kann man sich wie in seinem Körper fühlen. Okay, ja. Seine liebsten Erinnerungsstücke hat Lucien in seinem Zimmer. Das hier.
ist meine Erinnerungskiste. Ja. Da habe ich Sachen von meinem Papi drin. Darf ich hineinschauen? Ja, also, du darfst auch anlängen. Aber sonst keine. Das ist die Regel. Es darf niemand anlängen, außer du. Und du. Oh, danke vielmals. Das ist jetzt von meinem Papi. Das habe ich das erste Mal getragen, als ich in den Kindergarten begangen. Ja. Ah, das ist von seinem. Von seinem Büro? Ja. Das hast du, ja. Wie offen Lucien mit dem Thema Tod umgeht, beeindruckt mich enorm. Es gibt aber viele, die das nicht können. Etwa 10, 9 Personen. Da habe ich gesagt, dass mein Vater gestorben ist. Dann haben sie einfach nicht mehr mit mir geredet. Also was? Wo sie einfach so geschockt waren. Ah, okay. Was ist denn eine gute Art, zum reagieren? Also zum Beispiel sagen, ja, es tut mir halt leid. Ja. Das finde ich halt noch gut. Und dann einfach mit mir reden. Ja. Normal, einfach so, als wäre nichts gewesen. Okay. Also, das finde ich gut. Ja. Und nicht noch darüber studieren, ja, jetzt ist halt die Vater gestorben. Also so im Sinne von Mitleid oder ja, bist genau. Ein armer Bub, ja. Das findest du nicht gut. Mhm. Okay. Ja. Deine Mami? Also weißt du, wie sie ist? Sicher wahnsinnig traurig gewesen, eben, weil der Papi gestorben ist. Und dann hat sie quasi vielleicht sich noch Sorgen gemacht um euch. Ja, aber sie sagt immer noch, das grösste Geschenk sind wir. Dass wir noch da sind und dass der Papi ist halt jetzt traurig, dass er weg ist. Mhm. Aber wir müssen über unser Leben nicht hängen lassen, nur wo eine Person gestorben ist. Es muss das Leben weitergehen, nicht einfach traurig sein, das ganze Jahr lang. Ja. Ja. Du bist schon Zeug bereit machen. Genau. Ja. Wir gehen Brötchen bald. Ja. Du bist selber am Trauern. Und gleichzeitig hast du Kind, hast du auch immer das Gefühl, du musst stark sein? Nein. Ich habe sicher nicht immer vor ihnen gerannt. Weißt, ich habe schon geschaut, dass ich nicht. Aber ich habe auch vor ihnen gerannt. Und noch heute, also wenn ich brüllen muss wegen etwas, gerade Erklärung euch das eigentlich oben. Das Schwierigste mit Unterfing ist auch die Trauer der Kinder auszuhalten. Nicht können ihnen helfen in dem. Ja. Und sie auch nicht können bewahren von dieser Erfahrung. Und wenn es sie Kinder auch, das wünschst du dem Kind einfach nicht. Ja. Und als Mutter hast du den Drang, du willst ein Pflaster drauf tun und sagen, es ist alles wieder gut. Und das kannst du halt wie nicht. Mhm. Er ist weg und er kommt auch nicht mehr. Wenn ich so in den Arm nehme, kommt er nicht. Mhm. Und das tut mir aber schon weh. Und ich glaube, darum kommen sie auch nicht so viel zu mir. Ja, das merkst du. Sie sind aber ganz schnell, sich wieder, ja. Und sie halt spüren, dass sie auch traurig werden. Ja. Weil es mir halt, das tut mir leid, oder? Ja. Dann wollen sie dich eigentlich wie beschützen. Ja. Ja. Ja, eben sie beschützen mich, eigentlich sollte ich sie. Mhm. Gell? Ja. Oh, schön. Du bist verantwortlich, dass nichts anbrennt. Ist das auch, wenn man nur ein Elternteil hat, dass man auch mehr helfen will? Ja. Hast du das Gefühl? Ja. Hast du das Gefühl, du hilfst mehr? Mhm. Ja. Finde ich auch. Jeder ist eigentlich ein halber Papi. Jeder ist ein halber Papi, ein Drittel Papi mehr. Viertel. Wir haben manchmal schon das Gefühl, sie müssen einer setzen. Ja. Wir sagen immer, das musst du nicht, du darfst Kind sein. Aber eben, also. Der Lucien hat gesagt, jeder ist ein halber Papi. Ein bisschen, ja. Ich bin echt sehr verwöhnt, habe ich das Gefühl. Meine Augen da nicht. Am Anfang ist es dann auch so, da musst du alles neu organisieren, oder? Also ich meine auch, es fällt auch jemand weg, der verdient. Mhm. Also weißt, ist das auch etwas, wo man sich am Anfang muss überlegen, hey, von was leben wir eigentlich in Zukunft? Ja, du kommst ja schon Witwe- und Waisenrenten über. Ja, aber ist da, weißt, deckt das alles ab, wo? Nein, schon nicht. Also, ja. Schaut ein bisschen zurückschrauben noch ein bisschen, aber ja, eben da lebt man nicht auf grossem Fuß. Nein, wir haben ja schon vorher nicht auf grossem Fuß gelebt, darum. Ja, ist man sich wie gewöhnt. Zu der Trauer kommen für viele Verwitwete finanzielle Sorgen. Speziell Männer müssen häufig mit einer tiefen hinterlassenen Rente auskommen, weil in vielen Fällen Mütter weniger in die Vorsorge haben können einzahlen. Was wünschst du dir für eure Familie für die Zukunft? Also ich sage immer so, wenn ich alle drei gross abkomme, Lehre habe und einfach auf gutem Weg sind, dann habe ich meine Arbeit gemacht.
Eben, es beschränkt sich alles auf die Kinder. Ja. Dann bin ich glücklich, wenn ihr glücklich seid. Gell? Was wünschst du dir für die Mama? Dass du vielleicht eine Person findest, dass du glücklich kannst sein und mit dieser Person zusammen kannst sein. Ja. Und ich habe mir jetzt zwei Schwurz. Ja, das ist gut. Es berührt mich sehr, wie liebevoll Sandra und ihre Buben zueinander schauen und füreinander sorgen. Das Leben geht weiter. Und ihren Papi bleibt für immer ein Teil davon. Auch wenn er nicht mehr da ist. Ich gehe weiter auf St. Gallen, um Sabine besuchen. Sie hat ihren Mann bei einem Bergunfall verloren. Das ist jetzt 12 Jahre her und ihre beiden Kinder sind schon erwachsen. Wie viel hilft Zeit nach so einem Schicksalsschlag? Und die Spannung aufbauen, so wie im Band. Noch mehr Spannung im Körper. Sabine arbeitet als Bewegungstherapeutin. Unten loslassen, Kopf loslassen. Geh noch ein bisschen mehr Knie, sehr gut. Kopf loslassen, genau. Danke euch viel, viel mal fürs Mitmachen. Danke euch viel, viel mal. Hoi Mona. Da geht deine Lektion crasht. Ja. Ciao miteinander. Danke euch viel, viel mal. So bewegen tut mir einfach gut. Ja. Ja. Das ist auch etwas, was schon, wo dich und deine Mann verbunden hat, oder? Ja, wir haben es durch die Bewegung kennengelernt. Genau. Beim Langläufeln? Beim Langläufeln, ja. Dein Mann ist bei einer Expedition verunglückt. Hast du eigentlich genau wissen, was passiert ist? Oder weisst du es genau? Das weiss niemand genau. Ja. Weil er war am Schluss dann allein auf dem Berg. Ja. Und er ist schlussendlich ja an Erschöpfung und erfroren. Ja. Das ist also die Todesursache. Passiert ist der Unfall auf dem Abstieg vom Denali zu Alaska. Der besonders schwierige 6000er hat Sabine ihren Mann schon immer fasziniert. Mit dem habe ich ihn kennengelernt. Also ja. Der Traum hat schon existiert. Und dann war die Expedition. Ihr habt ja da von zu Hause aus auch mitverfolgt. Mhm. Ich stelle mir das so schlimm vor. Weißt du, der Moment, wo man erfahrt, hey, es ist jemand abgestürzt oder es ist etwas passiert. Mhm. Wie ist denn das gegangen? Wir haben das über das Internet und so, über den Blog, den sie immer hatten, habe ich dann auch mich immer wieder mal eingeloggt und geschaut, was sind die News und so. Ja. Und da ist dann gestanden, dass etwas passiert sei. Und, aber nicht wahr? Nicht wahr. Und der letzte Bericht, den ich dann bekommen habe, ist eben, jemand hat es nicht überlebt, aber sie können noch keinen Namen nennen, weil die Angehörigen noch nicht alle informiert worden sind. Mhm. Und ja, ich habe es dann von meinem Schwager erfahren, als er mir dann angerufen hat. Weißt du für einen Moment? Ich bin im Gang gestanden von der Wohnung und mir hat wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Und ich bin wirklich runtergesackt. Und ich habe einfach nur gesagt, nein. Es war für mich das Gefühl so wie ein Vakuum. Also wie wenn wirklich eine Uhr stillsteht. Ja. Ja. Und dann ist mein Sohn rausgekommen aus dem Zimmer und hat gesagt, Mami, ist jetzt Papi tot. Ja, er ist dort 8,5. 8,5 ist er gewesen, ja. Wie hat das deine Tochter aufgenommen? Sie ist dort gerade 6. Ja, hat sie das verstanden? Nein, sie hat das wie nicht mitbekommen. Also, man sagt, so bis so 6 etwa gibt es kein Tod und kein Leben. Es ist so alles gleich. Und sie ist eigentlich dann zu den Nachbarn übrig gewohnt. Ja. Sie hat das wie nicht ausgehalten und nicht verstanden, was da passiert. Ja. Und sie ist schon immer die Heim und aus, aber sie ist hauptsächlich hat sie sich dort aufgehalten. Das war in Ordnung für dich? Oder hast du noch ein schlechtes Gewissen gemacht? Oder? Nein, ich habe es gut gefunden. Dass, es gibt keine Regeln. Es soll jeder da machen, der ihm gut tut. Und ich bin froh, dass sie das so klar gezeigt und ich mich nicht auch noch um sie kümmern. Keine Regeln. Jeder und jede geht mit einem Verlust anders um. Das nehme ich mit. Zusammen mit Sabine holen wir ihre 18-jährige Tochter vom Arbeiten ab.
Mona. Hallo, Annika. Hi, Annika, freut mich sehr. Ja. Aber nicht, dass sie jetzt... Der Verlust liegt schon 12 Jahre zurück. Trotzdem redet Annika nicht gerne mit anderen darüber. Mir ist es immer so, dass ich, wie, wenn ich jetzt etwas Neues kennenlerne, dass ich das so ungern sage, nicht weil ich es nicht will sagen, sondern wie, weil ich das Gefühl habe, dass ich die Person überfordere mit dem. Weil viele wissen auch gar nicht, wie sie reagieren sollen. Und das verstehe ich auch. Und darum will ich es nicht in diese blöde Situation bringen. Ja. Du sprichst es nicht an, um die Leute zu schützen. Ja. Also, ja. Ich wüsste jetzt selber auch nicht, wann ich genau sage, wenn mir jetzt jemand sagt, ja, mein Papa ist gestorben. Also Fragen finde ich immer gut. Ja. Wie geht es dir damit? Oder, das, oder auch ganz ehrlich zugeben, ui, das kenne ich nicht. Ja. Oder so. Ja. Sabine erzählt, wie wichtig dass es für sie war, den Körper von ihrem Mann zurück in die Schweiz zu holen, um seinen Tod wirklich zu begreifen. Und gehst du viel auf den Friedhof? Nein, nicht mehr. Ja. Früher war ich noch recht viel. Ja. Ich habe andere Verbindungen zu einem anderen Ort. Ja, aber ich merke, das ist eigentlich nur noch wirklich seine Überreste, die dort sind. Ja. Alles andere ist überall, das ist frei. Ein Jahr nach dem Unfall sind sie innerhalb des Quartiers gezügelt. Sabine hat einen Neuanfang gebraucht. Annika lebt unten rein, Sabine und ihren 20-jährigen Sohn Matti in den oberen Stück. Der Matti ist gerade im Bike-Lager. Bei Aurora habe ich jetzt auch verschiedene Familien kennengelernt, die aus unterschiedlichen Gründen auch verwitwet sind. Macht es eigentlich einen Unterschied, weißt, ob jemand einen Unfall gehabt bei einer Expedition, ob sich jemand das Leben genommen hat oder ob jemand an Krebs stirbt? Weißt du, jetzt so für den Prozess des Trauers, aber vielleicht auch für die Reaktionen von außen? Ja. Schon? Also für mich ist es, als ich im Verein gekommen bin und so die Geschichten gehört habe von den anderen, wo eben Männer an einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen sind oder wirklich durch eine Krankheit gestorben sind, da bin ich ein bisschen wirklich habe ich ein schlechtes Gewissen bekommen und auch ein bisschen wütend geworden. Und habe gefunden, hey, hallo, du hast dein Leben wirklich mutwillig aufs Spiel gesetzt. Ja, aber das, ist ja auch, das hilft eigentlich auch nicht, oder, beim Verarbeiten. Dir jetzt, oder? Gut, die Wut, die aufgekommen ist, ja, die hat extrem geholfen. Und es ist ja wichtig, dass die gekommen ist. Schon. Weil die hat sich dann auch wandeln in Vergebung. Ja. Und wenn ich die unterdrückt hätte, hätte ich nicht vergeben. Also von dem her, für mich ist die Wut auch, die aufgekommen ist. Und die gehört auch zu diesen Phasen von der Trauer, die Wut. Ja. Und ich finde sie wertvoll. Ja. Wie ist das bei dir, Annika? Weißt, ich meine, du weißt, dein Papa hat etwas Gefährliches gemacht. Ihr seid noch klein gewesen, er hat es trotzdem gemacht. Bist du auch mal hässig gewesen? Ja, schon. Also ich habe es nicht verstanden, wieso dass er das gemacht hat. Weil ich das Gefühl hatte, er hat ja gewusst, dass etwas passieren kann. Also ich habe mich gefragt, ob wir ihm nicht wichtig waren und so. Das war so mehr Tag, wo mich ein bisschen beschäftigt hat und wir wirklich wichtig waren für ihn. Hast du eine Antwort gefunden? Ich habe mir einfach, als ich älter geworden bin, habe ich mir gedacht, ja, logisch sind wir ihm wichtig, wir waren seine Kinder. Ja. Es gibt ja so den Spruch, weißt du, die Zeit heilt alle Wunden. Stimmt das? Es hinterlässt einfach eine Narbe. Wie? Eben, es heilt alle Wunden, aber eine Narbe bleibt. Ja. Wie ist es für dich, weißt, wenn du deine Mutter anschaust, wie sie das gemacht hat in diesen 12 Jahren? Ich bin mega froh, dass sie so alles so wie für uns so leicht gemacht hat. Also sie hat auch immer mega geschaut, dass es uns gut geht, dass wir hier wohnen geblieben sind, dass wir unsere Kollegen immer noch haben und so. Da bin ich mega dankbar, dass sie das gemacht hat. So. Ja. Nee, danke. Schöftland, Kanton Aargau. Hier lebt Silvia. Auch sie ist nach dem Tod von ihrem Mann umgezogen. Zusammen mit ihren Eltern und den Brüdern wohnt sie jetzt mit den vier Kindern in einem Mehrgenerationenhaus.
18 Lebewesen hier im Haus. Ja, wenn du alle Tiere nicht zählst. Ja. 18 Lebewesen. Es ist lustig. Wir haben zwei Katzen. Die Großeltern haben zwei Katzen und Göttchen. Okay, nein, wir haben eigentlich noch viel mehr. Zum Beispiel Fruchtfleuge dazu. Die rechnen wir jetzt nicht auch noch. Gell? Und was war der Grund, weißt, dass du gesagt hast, ich will zügeln? Ich habe mich einfach nicht mehr daheim gefühlt. Ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt. Irgendwie, wir hatten ein schönes Haus mit einem wirklich schönen, grossen Garten. Und es ist mir buchstäblich alles über den Kopf gewachsen. Wirklich, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht gerade all die vielen schönen Erinnerungen, die wir drinnen hatten. All die Wände, die wir zusammen gemalt haben. Oder all die Sachen, die wir zusammen eingerichtet haben. Irgendwann wollte ich nur noch weglaufen. Mhm. Ich glaube, für die Kinder war es schon immer schwer, so zu Hause zu verlassen. Ja. Sie haben das am Anfang nicht so verstanden. Aber ja. Mami. Ich glaube, wir konnten es uns hier schön machen. Ja. Mhm. Mami. Ja. Hier ist es echt cool. Hier ist es echt cool, da bin ich froh. Da bin ich also froh. Du bist in dem Moment Witwe geworden, wo du drei kleine Kinder noch hattest. Also Malea war irgendwie 7, die älteste. Und noch schwanger bist mit dem vierten. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weißt, wie man das überhaupt schafft. Ja, das Problem ist, halt, du musst ganz, ganz viel Administratives erledigen. Und eigentlich hast du überhaupt keinen Kopf für das. Oder? Ja. Also, du bist eigentlich in einem ganz anderen Film. Du willst irgendwie schauen, dass das Leben für die Kinder einigermaßen weitergeht. Und selber musst du auch noch irgendwie überleben. Mhm. Landeplatz. Vorstellen tust du es anders. Ja. 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 Ich merke jetzt gerade, weißt du, ich bin sehr gehemmt, um dir, also weißt, um dich jetzt überhaupt zu fragen, was passiert ist vor dem Kind. Weißt, wie hast du da, ja, wie machst du da, wie offen bist du? Ich versuche dem Kind alles so wahrheitsgetreu wie möglich zu erklären, aber auf einer Stufe so, dass sie es verstehen. Ja. Ich finde, es ist wichtig für sie, zum wissen, was passiert ist. Ja. Dass der Papi das für sich selber entschieden hat und das wissen das Kind. Ja. Und was denken die, wo ist denn der Papa jetzt? Nein. Im Himmel. Im Himmel? Ja. Was macht er euch dort? Mir hat meine Freundin erzählt, dass im Himmel vielleicht so ganz viele Länder sind, wo man einfach so kann sein, wie man will. Und dann habe ich mir einmal so vorgestellt, dass mein Papi so in einem Land ist mit vielen Dinosauriern und dort Spass hat. Ja. Er hat Dinosaurier gern gehört. Ah, sicher, ich hätte ja gerne gehabt. Du auch. Ja. Ah, okay. Achtung, Paula. Herzige Kinder, ein schönes Umfeld. Von außen schwierig zu verstehen, was da passiert ist. Warum hätte Silvia ihren Mann nicht mehr leben wollen? Ich habe keine Antwort. Bis heute nicht. Auch 3 Jahre später nicht. Ich habe das Gefühl, wir sind glücklich. Das hat er auch immer gesagt. Wir haben es so gut, es läuft so gut. Ja. Und das war der Grund, warum er gefunden hat, komm, wir probieren es doch noch mal mit dem vierten. Ja. Er wollte das vierte Kind. Ja, das war sein grosser Wunsch. Ich fand, mit dem ja, ist das machbar. Ja. Und von einem Tag auf den anderen ist aus dem glücklichen Menschen ein völlig in sich gekehrter, völlig anderer Mensch geworden. Und wie nicht mehr erkennst. Du warst schon hässig mal auf ihn. Ja. Fest. Ganz fest, ja. Weil wir uns geschworen haben, wir gehen durch gute und durch schlechte Zeiten miteinander. Mm. Weil wir gesagt haben, wir gehen das miteinander an. Und er mir das auch versprochen hat. Ja, also auch die Krankheit miteinander angehen. Ja. Und ich habe mich ganz übel hintergangen gefühlt. Ich habe das Gefühl gehabt, hey, ein Versprechen ist etwas. Du hast mir das versprochen. Ja. Und am Schluss hast du es einfach gebrochen. Bis ich irgendwann an einem Punkt war, wo ich einfach sagen musste, für ihn war es die einzige Möglichkeit, die er für sich gesehen hat. Ja. Ja, das ist so. Ich glaube, das Bürdeli, das ich immer wieder mittrage, das grosse Warum. Ja. Ja. Wir sind unterwegs zu Michael, dem neuen Partner von Silvia. Der hat zusammen mit seiner Tochter Jenny einen Wohnwagen auf dem Campingplatz Salavo am Mortensee. Hallo.
Hallo, hallo. Hallo. Ich gehe immer voraus, weil ich den Würfel habe mit dem Frosch. Hallo zusammen. Hey. Hallo. Ist schöne Wetter. Ja. Hoi. Hallo. Ja. Willkommen. Danke vielmals. Danke schön. Hoi, Jenny. Hi. Hi, Jenny. Wer gewinnt? Ich weiß, dass ich gewinne. Mein Papa ist der. Ah, der ist noch ganz am Anfang. Ja. Das ist ja super. Gell? Ja, den Campingplatz kenne ich gar nicht. Kennst du den nicht? Nein. Hast du den schon gehabt, wo deine Frau noch gelebt hat? Nein, wir waren zusammen auf diesem Platz, einige Mal. Und sie hat immer gesagt, das sei so eine... Ja, Jenny. Für sie war das immer so ein Kraftort, vor allem der Strand und so. Nach dem Suizid von seiner Frau hat der Ort Michael geholfen, zum Abstand zu gewinnen. Ja, das ist einfach eben friedlich. Und eben eine andere Welt als der Alltag sonst. Ja. Ja. Eben deine Frau, sie war in der Klinik, wo es passiert ist. Mhm. Hat sie vorher mal so etwas geäussert, dass sie sich da überlegt? Oder ist es für dich wirklich... Nie. Ah, also, es hat niemand wirklich aus dem heiteren Himmel ist das gekommen. Ja. Und ich habe sowieso immer gedacht, oder? Meine Tochter ist Versicherung, dass so etwas nie passiert. Ich glaube, das macht es auch sehr schwer zu verstehen, oder? Also, weißt du, warum jemand, der ein Kind hat, wieso jemand trotzdem vielleicht den Weg kann gehen? Ich glaube, das ist mega schwierig genau, zu verstehen. Genau, das ist einfach ganz wichtig, ist, dass man eben und sich bewusst ist, dass es eben eine Krankheit ist, oder, was das macht. Ja, dass es nicht ein bewusst ein freier Entscheid ist, oder? Genau, es ist überhaupt kein freier Entscheid. Ich habe mir das so erklären, dass man wie so in einem Tunnel inne ist, ein Tunnelblick, wo man nicht mehr links und rechts sieht und nicht mehr sieht, dass man noch Angehörige hat und nicht mehr überlegt, was das für Folgen hat und so. Mhm. Dass man wirklich das alles... Dass das alles weg ist in so einem Moment. Mhm. Überlegst du da manchmal, weißt du, was jetzt das mit deiner Tochter macht? Also ja, am Anfang hatte ich wirklich Panik, dass sie. Sie war immer schon so eine Fröhliche und Aufgestellte, wie sie jetzt das immer noch ist. Oder? Da hatte ich wirklich Angst, dass sie das verliert. Mhm. Aber jetzt, wenn ich sie jetzt sehe, glaube ich, ihr geht es wirklich gut. Mhm. Ich rede alle Tag mit ihr. Über die Mami. Ah, wirklich? Weil ich einfach will, dass das bei ihr immer da ist, oder? Ja. Sie hat eine Mami. Sie ist einfach nur da. Und wenn sie fragt, dann wird sie dir sagen, die Mami ist bei den Ständchen, bei den Engeln. Ja. Also für sie ist sie dort, oder? Sie weiß, wo sie ist. Wie geht es dir? Wie soll ich sagen? Man lernt wirklich mit dem umzugehen, irgendwie, dass man es im Griff hat und nicht mehr, dass es einem im Griff hat. Immer. Mhm. Aber grundsätzlich geht es mir viel besser als auch schon. Ja. Vor allem, als ich die Silvia gelernt habe. Oder? Ja. Wie stark Liebe kann machen, Liebe für die Kinder oder für einen Partner, das sehe ich an den Familien von der Silvia und der Michael eindrücklich. Irgendwie ist das so schön gewesen, nach der Zeit, wo du irgendwie immer für alles selber eine Lösung finden, dass jemand da ist und gesagt hat, hey, weißt du, ich gebe dir die Hand und wenn wir zusammen darüber nachdenken, finden wir sicher eine Lösung. Ja. Ja. Also mega schön, ja. Oder? Ihr habt euch im Verein getroffen, wo es eigentlich darum geht, um etwas Schweres, etwas Schwieriges irgendwo anzuschauen und haben dort die Liebe gefunden. In dem Moment, wo du am wenigsten erwartest, geht irgendwie ein Türchen auf, scheinbar. Oder? Ja. Wir haben noch hoffentlich einen grossen Teil des Lebens vor uns. Oder? Und ja. Da ist es wichtig, dass man wieder etwas Schönes
darf erleben und auch wieder darf froh sein und lachen und alles. Also, das ist wichtig, das ist ganz wichtig. Ja. Das Leben geht weiter, das nehme ich mit. Und dass ein offener Umgang mit der Trauer viel kann helfen kann, beim Aufstehen und weitergehen.